In diesem Kanal lernen wir alle theoretischen Fragen zum deutschen Führerschein. Viel Spaß beim Lernen! Was versteht man unter defensivem Fahren? Was kann zu Auffahrunfällen führen? Welches Verhalten ist beispielhaft für vorausschauendes Fahren? Sie sollen ein Ihnen unbekanntes Kraftfahrzeug fahren. Warum müssen Sie dabei zunächst besonders vorsichtig sein? Sie fahren innerorts hinter einem Fahrzeug mit ortsfremdem Kennzeichen. Was könnte geschehen? Was sind vermeidbare Behinderungen im fließenden Verkehr? Was kann zum Abkommen von der Fahrbahn führen? Was führt häufig zu schweren Unfällen? Mit welchem Verhalten von Kindern müssen Sie an Zebrastreifen rechnen? Womit ist zu rechnen, wenn Kinder an einer Ampel warten? Was ist hier richtig? Bremslicht an. Ein Radweg, auf dem eine Gruppe von Kindern fährt, endet. Womit muss gerechnet werden?
Was müssen Sie in dieser Situation beachten? Warnblinklicht an. Bei welcher Person müssen Sie mit einer schweren Sehbehinderung rechnen? Womit müssen Sie rechnen, wenn ältere Personen mit Gehhilfe die Fahrbahn überqueren? Wie verhalten Sie sich? Wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig? Sie nähern sich Kindern, die auf dem Gehweg spielen. Wie müssen Sie sich verhalten? Womit sollten Sie rechnen? Warum sind ältere Fußgänger im Verkehr mehr gefährdet als jüngere? Wie war dein Punktestand? Hinterlassen Sie einen Kommentar im Kommentarbereich unten. Für weitere Videos abonnieren Sie meinen Kanal. Viel Spaß beim Lernen!